Da stehen dann halt so Dinge auf dem Aufgabezettel wie Erotik, Sinnlichkeit, laszives Geschaue. Und das ist schon ein Dilemma für die Petra, weil, wie wir alle wissen, sind die Rollermadeln immer brav. Wirklich fulminant. Ich gratuliere. Die Woche habe ich die größte Herausforderung mit der Rumba. Das ist bitte mein Lieblingstanz. Es geht um Liebe und Leidenschaft. Ich will, dass du Geilheit zeigst. Das wäre super geil, wenn du Doppelte machst. Das ist die oberste Geilheit. Wie weißt du, dass du alles super geil findest? Eine Berührung gehört dazu im Rumba. Es muss da sein. Du bist ein alter Rumba-Grapfer. Sonst, wo ist die Geilheit in diesem Tanz? Sie muss den Körper streichen. Ab da. Ja. Kann ich nicht tiefer anfangen? Nein. Ich glaube, ich weiß nicht, warum ihm die Rumba so gefällt. Und Tiri, streichel dich selbst. Oh. Mir gefällt es auch in der Rumba, wenn Petra sich selbst berührt. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das mag. Na, da schaue ich gerne zu, ja. Gern. Ich bin ja im Grunde, wenn man mich genauer kennt, ein ziemlich jammiges Mädel. Und ich werde so also ziemlich in der Rumba mit allem konfrontiert, was mit Erotik zu tun hat. Wir freuen uns auf die Rumba von Paranol 5. Hier sind Petra Frey und Vadim Darbuso. Was zu beweisen war, von wegen charmig. Aber ich kann dich so gut verstehen. Das muss im ersten Moment echt komisch sein. Ja, ist wirklich. Wie war das jetzt, aus dieser Komfortzone quasi rauszugehen? Es war echt eine Überwindung, gell? Weil ich habe immer Hosenanzüge an und habe mich schon ein bisschen geniert zuerst. Und er hat es ja dann richtig provokant im Training herausgeholt. Und ja, mittlerweile ist alles so, dass ich mich bei allen bedanken muss, beim ganzen Team und beim Vadim, weil ja, es verändert dann total. Und inwiefern? Fühlt sich gut. Du sagst, du hast dich geniert wegen dem Kleidli. Ich meine, er rennt um und um und geniert sich kein bisschen. Ja, das ist ja gewohnt, meine Ukraine. Ich habe ja Haare, ich habe Haare hier, deswegen. Verstehe. Also kann man es auch zeigen. Aber inwiefern, weil du hast gerade angesprochen, das ist so ein Prozess und man verändert sich. Was denn genau? Ja, es ist natürlich erstens einmal, wenn man so wenig gewohnt ist, kurze Kleider zu tragen, Beine zu zeigen. Ich glaube, da gibt es ja viele Frauen, die da ein bisschen Ängste haben oder gerade im Fernsehen, es könnte vielleicht auftragen. Und dann kommt natürlich dazu, dass es eine Sache der Weiblichkeit ist. Und die Rumba braucht halt totale
Weiblichkeit, Erotik und Leidenschaft. Und ja, als geschammige, ein bisschen geschammige Tirolerin war das schon die größte Challenge. Ich habe aber sofort gesagt, als ich deine Beine gesehen habe, Mama Mia, wie kann man solche, Entschuldigung für die Lexi, geile Beine verstecken? Und das soll er nicht nervös machen. Ich verstehe die. Da kann man sich nicht konzentrieren. Nicole, hat sich's ausgezahlt, dieses Risiko einzugehen? Absolut. Also wenn der Vadim recht hat, dann hat er recht. Also wie jede Woche eine Top-Leistung von euch beiden. Eine sehr schöne romantische Rumba. Ich muss sagen, ihr habt auch viele Basic-Figuren getanzt, Rocks und Sliding Doors. Also das ist nicht einfach. Manchmal sind die einfachen Figuren schwieriger zum Tanzen. Das hast du schön gemacht. Die Geilheit kann noch mehr kommen. Du kannst in dir noch mehr packen und so, ja? Also nimm ihn dir und nicht nur so ein Küsschen auf die Stirn am Schluss. Ein bisschen mehr kann dann schon noch kommen, bitte, aber bitte. Auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Nach der Nicole, was sagen, ist schwer, ne? Ja. Aber trotzdem, ich weiß was. Ich weiß was, hast du nicht? Der Titel der Musik, My Love is Your Love. Kann man sich darunter was vorstellen? Ja. Ja? Warum sieht man das nicht? Es ist eines. Sie wirken eingelernte Bewegungen. Es schaut so aus, aha, über die Haare fahren, okay, das war schön. Aber das kommt nicht von der Seele. Und das muss von innen kommen. Aber Sie sind am guten Weg, stimmt's? Eben, ja, haben wir auch gesagt. Okay. Dankeschön, Hannes. Kannst du nachvollziehen, was der Hannes gesagt hat? Ja, es ist ja eh da. Das muss als erst raus. Das ist halt nicht so leicht. Ja, ihr müsst vor allem jetzt aussehen. Dankeschön, ja. Petra und Vadim. 090 10 59 09 05 für Petra Frei und Vadim Garbuzov. Okay. Hallo. Leidenschaft. Ja. Muss von Ihnen mehr Leidenschaft. Vielleicht ist denn die Brust, auf die so stolz ist, büschelweise ausreißen können. Weil beide haben ja, ihr habt ja beide eure Partner da draußen sitzen. Da kannst du jetzt von innen heraus und so. Für meine Verhältnisse eh schon viel, oder? Ich hab's gespürt. Die dann ganz schön bekuschelt, finde ich. Durch die Hüfte. Also pass auf jetzt. Folgender Ansatz. Wer Dancing Stars 2012 wird, steht da noch in den Sternen. Ja. Aber das ist für dich kein Problem, da kennst du dich aus. Du hast ja mit Astrologie was zu tun. Wie kommt denn das? Zu tun, das muss ich ganz gleich dazu sagen, ich bin in der Lehre. Ich studiere seit 2 Jahren für mich bei einer guten Freundin, die mir das lernt. Und finde es wahnsinnig spannend. Und immer, wenn ich jemanden trifft, frage ich sofort nach Geburtsminute und so. Weil man wahnsinnig viel. Es ist eine Wissenschaft. Da braucht man halt viele Jahre. Und ich glaube, ich würde mich nur dann als gute Astrologin nennen, wenn 30 Jahre um sind, weil dann hat man genug. Gut, streiten sich die Geister, ob es Wissenschaft ist oder nicht. Habt ihr gleich geschaut, welches. Was hast du für Sternzeichen? Ich bin Krebs. Das erklärt meine Sensibilität. Und solltest du dir Choreografien überlegen, wo sie seitwärts tanzen kann? Das ist einfacher. Genau. Und was bist du? Der Vadim ist ein Stierele. Der hat ja auch bald Geburtstag. Und wir haben ja zwei fast Geburtstagskinder, die Stiere sind: der Wolfram und der Marco. Ja. Ja. Und passt das zusammen, Krebs und Stier? Krebs und Stier, das lobe ich mir. Ja, das geht hier umgekehrt nicht aus. Stier und Krebs reimt sich gar nicht. Das passt sehr gut zusammen, weil ich bin Aszendent Waage. Waage ist Venus betont und Stier ist Venus betont. Wir holen jetzt da nicht zum Klaraus. Halt einmal gesagt. Das ist eine vage Behauptung, ja. Also wir wollen da nicht so, ich persönlich kenne mich da nicht so viel aus. Ich weiß nur, was weiß ich, was der Unterschied zwischen einem 3-Stern-Hotel und einem 5-Stern-Hotel. Das ist praktisch. Aber als Sterneforscherin und Sängerin, Sternesängerin passt das auch. Ich bin Zwilling. Gibt es ein Sternzeichen, das gerade unter sehr günstigen Sternen steht? Ja, also bei dir ist ja ganz lustig, du bist Zwilling im Aszendenten Löwe. Man sagt ja den Zwillingen nach, die reden mit Händen und Füßen. Ja, stimmt, die Füße haben wir unter Kontrolle, ja. Und Aszendent Löwe, bei Löwe sagt man immer, die kommen nicht in einen Raum, die erscheinen. Ich finde das stimmt bei dir. Sonst noch irgendwas, was du rausgibst? Wer fliegt raus heute? Das würde ich erstens niemals nachschauen. Da würde ich mich innerlich weigern davor. Natürlich. Jetzt aber bitte schau into the crystal ball. Ja, sehen wir da was Schönes? Ja, da kommen nämlich deine Punkte, die deine Zukunft wesentlich beeinflussen werden. Oh, hoffentlich. Ja. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, und zwar was die Sternzeichen unserer Juroren betrifft, und zwar die chinesischen.
Nicole kann tanzen. Büffel. Super. 8. Hannes Nettball. Drache. 7. Ja. Thomas Schäfer-Ellmeier. 9. Oh, danke schön. Thomas Schäfer-Ellmeier ist ein Hund. Und der Bollasch-Ecker ist, aufgepasst, eine Schlange. Aber was für eine. Was für eine. Was ist 7. Wow. Ja, bitte. Das sind insgesamt 31 Punkte für Petra und Vadim. Hey, das ist ein tolles Horoskop, oder? Ich finde auch. Ja. Also, ja. Super. Die Sterne stehen gut. Also, danke sehr. Danke. Frankie Schinkels und Roswitha Wieland haben mit ihrem Chat.